Doc, gib mir doch noch mal einen Hinweis, bitte. Hallo! Hm? Was? Oh, hallo! Hallo! Ja. Ich habe noch immerhin. Ja. Könntest du mir noch mal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein hinter den Kopf Oh. und fixiere einen Punkt am Horizont. Etwa so. Nein, 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 nein. Ah, schmerzhaft. Was ist denn los? Du fixierst. Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich. Ich bin ja schon ganz vertranst. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Okay. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Ja. Genau. Ich glaube, ich hab's jetzt. Ich habe zumindest es bis zu dem Fluss, also ohne es weiter erst verfolgen können. Das probieren wir doch glatt mal aus. Genau. Bein hinterm Kopf, check. Horizont fixieren, check. Check. Und los. Ich Bin ein ein Ja, was bin ich denn? Ich bin ein. Hier haben wir das M. M. Ich gehe nach rechts, bis ich was Rotes sehe. Ich glaube, ist dieses O U-Rot? Ich denke, U-Rot. Mu, dann geht es direkt nach unten zum M. Mum, dann geht es nach zu diesem gelben Ding da. Das war dann hier. Das ist ein P und da oben war das zweite S. Das heißt, wir sind ein Mumpi. Dann ist das hier richtig. Mumpi! Das muss stimmen. Und nun? Ja. Kranhebel, ich habe keinen Fusel. Mist, aber jetzt. Nein! Ah. Die arme Goal. Der Doc hat mich belogen. Ich habe doch alles richtig gemacht, oder? Nein, wir haben noch keinen Fusel. Doc, gib uns deinen Fusel. Mann! Hallo! Hm? Was? Oh, hallo! Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit! Aber na klar, leg einfach etwa. Nein, 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 nein. Ah! Passt schon. Doc, was ist denn tja, los? Er ist Du ganz in fixierst seine ja gar Trance nicht. versunken. Ja, dann. So, ich bin und Bla 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 bla. Okay. anschließend nehme ich alles verstehe. Wie viel Fusel ist in diesem Flachmann? Hey, mit so einer Flasche könntest du den geheimen Leoparden. Ja, und so weiter. Ich brauche keine Belehrung. Natürlich nicht. Der geheime Leopardenmodus. Verdammt! Wartet mal kurz. Ich bin in einer Sekunde wieder da. Da bin ich auch schon wieder. Ich habe mal ganz kurz das Handbuch rausgekramt, das ich mir bei der Boxversion gekauft habe. Und das muss ich kurz vorlesen. Der geheime Leopardenmodus. Nachdem der Leopard 1-Modus in vergangenen Spielen zu unerwarteten Fehlfunktionen, von Programmabstürzen bis hin zur totalen Mondfinsternis, führte, sind wir stolz mitteilen zu können, dass Deponia über den brandneuen Leopard 2-Modus verfügt.
Um diesen Modus zu aktivieren, müsst ihr nichts anderes tun, als eure Systemzeit auf die Zeitzone des Inselstaates Vanuatu einzustellen, das Systemdatum auf den Geburtstag von Ben Swenson und die Bildschirmauflösung auf 320x200 Pixel mit 4-Bit Farbtiefe. Ab hier wird es knifflig. Schafft ihr es gleichzeitig innerhalb von 3 Sekunden den Konami-Code einzugeben und dabei die Melodie von My Heart Goes On rückwärts zu pfeifen, öffnet sich ein Abfragefenster, in das ihr nur noch eure Schuhgröße eingeben müsst. Was dann passiert, übertrifft jede elysianische Schnabeltierparade. Ja, das ist der Leopardenmodus, so wie es im offiziellen Handbuch steht. Und es ist mir leider nicht ganz möglich. Was heißt nicht ganz möglich? Ich würde es gerne mal ausprobieren, aber ich bezweifle, dass das funktionieren wird. So, das nur mal nebenbei erwähnt. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Deshalb habe ich mal ganz kurz meine Box-Version, meine Retail-Version rausgekramt. Und Rufus rockt sich hier ein ab. Aber jetzt weiter im Text. Wir sind immer noch nicht viel weiter als vorher. Haben wir hier noch was übersehen? Hier geht's nur zurück. Hier sind Schienen. Hier ist dieses komische Glühbirnchen. Flasche in den Abgrund. Geht das? Nein. Nein. Flasche mit dem Horizont. Da liegt nun wirklich schon genug Schrott. Okay. Können wir die Signallampe rausbauen? Autsch, heiß! Ja, das hätte man sich ja denken können. Ich brauche doch nur ein bisschen Schnaps. Wieso kriege ich denn keinen ab? Hier hinten, da können wir auch nicht interagieren. Wir können nach oben. Wir könnten in den Schrotthof nochmal suchen. Ich habe einen Stromumkehrer verloren und 3 gefunden. Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren. Ja, dann wirf doch mal eine leere Flasche weg und find eine volle. Da liegt nun wirklich schon genug Schrott. Hätte ja klappen können. Ah, Gott. Unglaublich. Hier hinten liegt aber auch nichts mehr rum. Jetzt muss ich tatsächlich mal mit der Hotspot-Anzeige kurz durchgehen. Der Horizont, hier das Gülchen. Nach unten zum Kran, der Sitz, der Kranhebel, der Wartungskasten, der Trichter und der Kranarm. Da haben wir alles. Das wissen wir ja. Hier den Hebel, die Signallampe, Schrotthaufen. Können wir hier vielleicht noch was machen? Das können wir erst später aufmachen, schätze ich mal. Moment, ich schaue noch mal ganz kurz mit der Hotspot-Anzeige. Nö. Da steht, ich habe. Ja, das halb so wild, das ohne Gold. Das kennen wir schon. Beim Viadukt. Mehr was vergessen. Schnaps. Spiegel, Skelett. Ach, Moment. Er lenkt das Licht von der Lampe in die Höhle. Und wer hatte die Idee? Ja. Ach, Moment. Da kommt mir eine Idee. Da kommt mir eine Idee. Moment. Wenn ich den Hebel umlege. Nach unten gehe. Zum Viadukt gehe. Die Lampe auswechsle. Und die rote rein tue. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ich bezweifle es stark. Aber. Nö. Jetzt haben wir hier rotes Licht. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen. Und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au, hier ist eine Wand. Ganz eindeutig.
Oh, ich könnte mich jedes Mal wieder drüber schlapplachen. Endlich. Die Dunkelheit muss die... Da hilft doch... Ja. Soviel zu meinem Plan. Ich habe da schon eine Idee, was wir machen könnten. Nur weiß ich nicht wie. Wir müssen auf jeden Fall meines Erachtens den Spiegel so drehen und positionieren, dass Doc davon geblendet wird. Und wir somit ihm einfach den Schnaps, den Fusel klauen können. Das ist meine Theorie. Nur wie wir das anstellen, das ist das andere. So, Skeletty Boy. Hier. Nimm doch mal den Achkantschlüssel. Hast du was dagegen, wenn ich deine Sachen mitnehme? Einmal nach Verwesung stinken für nein. Passt rein. Okay. Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Ich habe Sachverstand. Vielleicht mit einem... Mal gucken, was passiert, wenn ich an dieser Schraube dort drehe. Was ist hier noch? Ich sag mal... Schade. Ach, wie geil! Ach, wie geil! Ach, das habe ich auch noch nicht gewusst. Ach man, ich habe bei meinem... Ah, ich habe das ja erst einmal durchgespielt. Ich habe so viel übersehen, merke ich gerade. Ach, wie geil! Können wir es daran binden? Mal gucken, was passiert, wenn ich das da ranstecke. Was? Schade. Okay, das muss jetzt sein. Scherben bringen Glück, aber okay. Ich... Nein. Okay, weiter mit noch mehr Licht könnte ich mich... Nein. Mit einem Strom... Ohne Stromkreis? Ohne Strom... Mann, ich will doch nur den Spiegel drehen. Der Rahmen ist schäbig, aber ich mag das Motiv. Wir können nichts, aber auch gar nichts tun. Vielleicht einfach nochmal den Hebel betätigen. Nochmal nach unten gehen, zum Viadukt gehen. Jetzt vielleicht das Ganze nochmal probieren. An Umkehr ist nicht zu denken. Ohne Stromkraft. Dann. Scherben bringen Glück, aber ich brauche. Ja, du hast Sachverstand. Scherben bringen, aber ich brauche. Yeah. Ja. Hast du was dagegen, wenn ich deine einmal eine Ast? Ja, hat ja super geklappt. Der liebe Doc, gib uns doch was von deinem Schnaps ab. Ich weiß, es ist eine Schnapsidee, die ich da habe, aber ich will ja nur das Güllchen transportieren und dazu muss ich ruhig werden. Dazu brauche ich deinen Schnaps. Mann. Nein. Nächster Halt, untere Aufstiegsstation. Aber nur mit Gold. Und das alles dann wohl in der nächsten Folge von Let's Play Deponia hier täglich um 15 Uhr auf meinem Channel. Denn ich werde jetzt die Aufnahme beenden und mir den Kopf zerbrechen, wie ich das dann nächstes Mal anders regeln werde. Also Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt jetzt soweit Spaß und habt auch weiterhin Spaß hier bei mir. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns des Öfteren mal in anderen Projekten auch wieder sehen werden. Und auch in zukünftig Chaos of Deponia und ach, was noch alles kommt. Also Leute, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Let's Play Deponia. Ciao Leute!